Heute lädt die Miss Austria Corporation Österreichs Missen ins Tanzcafé. Schließlich muss eine Miss Austria doch Walzer tanzen können. Aber eins nach dem anderen. 18 aufgeregte Missen treffen auf 18 nervöse Jungs. Na, das kann ja was werden. Tanztrainer André Kitou erklärt uns, was er mit den jungen Paaren heute vorhat. Ich werde Ihnen ein bisschen Walzer beibringen. Wir haben ja heuer 200 Jahre Wiener Walzerjahr und ich finde, das ist ein tolles Motto. Und das ist, glaube ich, eine Challenge für manche, weil nicht alle waren wahrscheinlich in einer Tanzschule. Und so ein bisschen Walzer tanzen gehört in Wien einfach dazu und in Österreich überhaupt. Und ich bin schon gespannt, wie sich die jungen Mädels tun werden. Also, darf ich bitten? Ja, ja, man muss schon sagen, so schlecht funktioniert das mit dem Dreivierteltakt auch gar nicht bei unseren Missen. Obwohl, ein paar besondere Talente gibt es doch. Es ist ein bisschen wie Autodrom fahren, ja? Das war das erste Mal, dass ich Walzer getanzt habe. Und das waren die Grundschritte am Anfang, schön langsam, waren eigentlich recht leicht. Nur dann hat mein Tanzpartner seinen Schwung geholt und es ist einmal dann losgegangen, so wirklich im Dreivierteltakt, richtig schnell und dann war aus. Also ich bin dann nicht mehr mitgekommen. Es war dann eine Hüpferei und Springerei, also es war dann komplettes Chaos. Aufregend, das war mein erster Tanzunterricht. Also ich bin noch nie in eine Tanzschule gegangen und mein erster Walzer, aber ich finde es super, dass sie uns das hier ermöglichen. Ich habe einen netten Tanzpartner gehabt, der mich sehr gut geführt hat. Seine Füße tun mir jetzt schon leid, aber er war sehr nett. Zeig uns mal, wie die Tanzhaltung funktioniert, wie das ausschauen soll. Da steht eben mein Tanzpartner, der hat mich dann so in der Hand. Ich lege die Arme so über seine Schulter und strecke den Kopf nach hinten und lächle natürlich. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muss doch gehen, oder Selma? Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich habe mir das vorhin angestellt und habe mir gedacht, okay, das kriege ich ja halbwegs irgendwie hin, so wie die Mädels das machen. Dann wurde es schneller und dann war ich verloren in der Mitte der Menschen und ich habe keinen Weg mehr rausgefunden. Was war los? Ja, es war so, am Anfang war ja das ganz easy, ja, vor, zurück, rechts, links, ja, das haben wir nun gemerkt. Dann hat er aber das Tempo beschleunigt und hat gesagt, so, und jetzt drehen und drehen. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt habe ich auch vergessen, wo rechts ist, wo links ist. Und mein Partner, den habe ich so fest gekrallt. Der hat immer gesagt, bitte nicht so fest, nicht so fest. Und ich habe gesagt, ich kann nicht, ich fliege sonst hin. Ja. Ja, der Walzer war ein Dreivierteltakt, es war nicht perfekt, aber das, was mir so taugt, ist, wenn es Leute mit Spaß und mit Humor nehmen können. Und das hat sie gemacht und das ist toll. Was soll's, liebe Missen? Bis zum Opernball klappt das ganz bestimmt einwandfrei und bis dahin alles Walzer oder so ähnlich. I'm gonna dance with somebody.